willkommen auf der InnoTrans 2018, die Leitmesse für die Eisenbahntechnik. Alle zwei Jahre haben wir die Möglichkeit, hier neue Innovationen vorzustellen. Willkommen bei Hanni und Karl. Folgen Sie mir auf dem Messestand. Wir haben tolle Produkte und tolle Innovationen. Wir haben den Gridmaster, unser innovatives Sandungssystem, mitgebracht. Die Ausbringungseinheit mit Heizpatrone, damit wir keine Verstopfung auch bei Kälte und Feuchtigkeit haben. Und wir haben in der Steuereinheit die Regelung, dass wir die Sandmenge mechanisch oder auch elektronisch über die Fahrgeschwindigkeit regeln können. Neues Produkt von Hanni und Karl, der Weichenantrieb H715, speziell konzipiert für den Vollbahnbereich. Ist hochflexibel einsetzbar und kann im Gleis rechts oder links eingebaut werden. Der H715 zeichnet sich durch hohe Stellkräfte und hohe Verschlusskräfte aus. Wir sind mit der Serienreife durch, haben das Sicherheitszertifikat SIL 4 bekommen und das Ding ist jetzt 100% verfügbar und kann serienmäßig bei vielen Kunden eingesetzt werden. Darum zeigen wir den hier heute auf der InnoTrans. Ja, es ist hier, handelt sich um eine Tunnelnotbeleuchtung, integriert in einem Handlaufprofil. Bei Hanni und Karl nennen wir das GuideLight. Nach dem Prinzip der Schweizer Bundesbahn muss der Fahrgast hier selbst aktiv werden, schaltet die Notbeleuchtung ein, die von der Leitstelle entsprechend quittiert wird. Und in Addition dazu schalten wir auch noch ein Lauflicht, welches zu den sicheren Bereichen leitet, sodass die Fahrgäste optimal in der Selbstrettung entfluchten können. Depot bietet die Möglichkeit, dass man neben den Dieselbussen auch für die Elektrobusse die Möglichkeit hat, die optimalen Einsatzzeiten anzuzeigen, dass man die optimale Vorbereitung hat. Und hier sieht man eben auch für die Elektrobusse einmal die Ladestation, dass man sehen kann, welche Ladestation ist derzeit im Betrieb. Und man kann auch erkennen, wie die Elektrobusse geladen sind. Sind sie vollgeladen? Werden sie gerade geladen? Ist die Ladung abgeschlossen? Dass man alles auf einem System, auf einem Hofbild erkennen kann und eben auch in den Listen nachvollziehen kann, wie der derzeitige Stand ist. Was wir mitgemacht haben, ist das Connect-System. Das Connect-System ist, um Fehler schneller zu erkennen und zu beheben. Es besteht aus ein Stück Hardware, was dafür sorgt, dass eine Konnektivität aufgebaut wird und über eine Funkverbindung startet es dementsprechend bei einer Fehlermeldung, kriegen wir eine E-Mail und entsprechend können wir ganz schnell darauf reagieren und unsere Kunden informieren und Lösungen anbieten. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur Hanni und Karl Standparty. Hat schon eine kleine Tradition. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Unser Motto dieses Jahr, Be Connected. Wir wollen Menschen vernetzen, wir wollen Steuerungen vernetzen, wir wollen Kontakte knüpfen. Das ist das, was wir unter Be Connected verstehen.